bin schon so ein Profi. Ich brauche das ja nicht gar nicht. Ich mache Mittagspause. Dann sieht man noch schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wir sagen, wir machen Refashion. Das heißt eben, wir benutzen etwas und machen es modisch. Hallo ihr Lieben und willkommen zur 5. Folge von Meet the Makers. Wir waren in der letzten Folge bei Makerist zu Besuch und haben mein T-Shirt bedruckt. Und heute dreht sich alles um das Thema Upcycling. Ich sitze hier neben Julia von Kluntje im Stoffdeck Hamburg. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, Julia, du hast mit zwei Freundinnen zusammen, mit denen du auch zusammen studiert hast, Modedesign, habt ihr eigentlich schon während dem Studium das Label Kluntje gegründet. Jetzt erzähl mal, wie kam es dazu, wieso wolltet ihr Eco-Fashion und Upcycling machen? Wir haben uns genau im Studium kennengelernt und haben halt da schnell gemerkt, dass die Modeindustrie nicht so nach unserem Geschmack ist, dass da viel passiert, wo wir nicht mit übereinstimmen. Und wir hatten dann im 7. Semester uns zusammengetan und eine Kollektion zu dritt entworfen. Und die haben wir dann komplett upgecycelt. Und dann haben wir uns recht schnell, also eigentlich direkt nach dem Studium, auch selbstständig gemacht. Und wo bekommt ihr die ganzen Teile her, die dann upgecycelt werden? Tatsächlich viele Spenden. Wir gehen auch ganz gezielt los. Also zum Beispiel auf Secondhand-Läden oder auf Vintage-Märkte oder auch von der Kleiderkammer kriegen wir tatsächlich Restposten, die halt nicht weitergegeben werden. Wir sagen, wir machen Refashion. Das heißt eben, wir benutzen etwas und machen es modisch. Wir machen es dem Trend entsprechend und passen es ebenso an. Jetzt bin ich schon ganz neugierig geworden. Vielleicht kannst du mir was zeigen aus eurer Kollektion. Das hier war unsere Festival-Kollektion. Da haben wir halt einfach im Secondhand so wunderschöne alte Herrenhemden aufgekauft. Und dann haben wir halt solche Blüschen für Frauen daraus gemacht. Das ist eine Lederjacke, also ein Mix aus Denim und Leder. Und da hat man eben hier die Hosentaschen hin. Die alten Jeans verarbeitet. Jetzt habe ich dir ja ein bisschen was mitgebracht. Ich habe Seidentücher bei einer Kleidertauschparty geswappt und dachte mir, vielleicht können wir irgendwas daraus machen. Aber was meinst du, was könnten wir heute damit mitmachen? Vielleicht passt halt dazu, das ist eine kleine Tunika. Okay, also es wird auf jeden Fall spannend. Dann würde ich mal sagen, räumen wir den Tisch frei und los geht's. Julia, was brauchen wir alles? Also, wir haben jetzt hier schon mal den Schnitt ein bisschen verlängert von dem Wickelteil, was wir gerade gesehen haben. Wir haben noch als Rückteil, weil das wahrscheinlich nicht ganz reicht, haben wir noch ein wunderbares Stückchen aus unserem Sammelsurium an Altkleidern genommen. Also, ich glaube, wir fangen vielleicht einmal mit dem Rückteil an. Das ist alles klar. Wir haben hier unser Schnittmuster. Der Zuschauer zu Hause, wo kriegt er ein Schnittmuster her? Es gibt Zeitschriften, in denen man Schnittmuster findet. Burda, der Klassiker. Oder Cut-Up, die fand ich immer ganz gut, als ich so angefangen habe zu nähen. Wir stecken das Ganze mit Stecknadeln fest, dass es nicht wegrutscht, wenn wir mal schauen. Ja, cool. Jetzt haben wir schon mal das Rückteil. Jetzt kommen wir zum Vorderteil. Hier können wir jetzt ein bisschen überlegen, weil hier so viel Muster drauf ist. Ich will auf jeden Fall, dass wir so einen Panda mit drauf haben, oder? Hier sieht man noch schon, in welche Richtung das Ganze geht. Eine orientalische Weste wird das. Mhm. So, das andere Tuch, das halbieren wir jetzt sozusagen einmal. Und dann machen wir das so ein bisschen freie Schnauze. Auch ein bisschen gleich mit einer Naht gerafft. Dann nehmen wir es sozusagen hier unten ran. Also, jetzt haben wir die verschiedenen Teile. Und ich zeige dir gleich, was du zuerst zusammennehmen darfst. Genau, dann gucken wir mal, was bald rauskommt. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich toll aus. Also ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet und habe eine kleine Raffung reingesteckt. Die fixieren wir jetzt erstmal mit einem großen Stich an der Nähmaschine, so dass das nachher beim Zusammennähen nicht so doll wegrutscht. So, raus mit den Nadeln. Ich bin schon so ein Profi. Ich brauche das ja nicht gar nicht.
Ich mache Mittagspause. Da, 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 da. Fertig ist unsere schöne, exotische Seidenweste. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ich bin begeistert. Ich werde sie jetzt natürlich noch nicht anziehen, sondern es noch ein bisschen spannend halten. Das Ergebnis seht ihr erst ganz am Ende dieser Serie. Vielen Dank dir. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Upcyclen. Lasst uns doch gerne daran teilhaben, wenn ihr auch was zu Hause gemacht habt. Macht Fotos, macht Videos und teilt sie mit dem Hashtag MakeSomething. Und wenn ihr noch andere Tipps haben wollt zum Thema Upcycling, dann guckt in die Beschreibung. Da haben wir euch ein paar Links eingefügt. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank dir. Ich habe einiges gelernt. Ich freue mich. Und ja, euch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge.